Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu der Wolkentrader. Bei mir zu Gast ist Sami Boyadan von Wolkentrader.de und er handelt auch nach der Trendfolgemethode Ishimoku. Sami, in der letzten Woche, als wir gesprochen hatten, warst du ja guter Dinge, was den DAX angeht. Ihr wart wieder, ja, per Du, würde ich mal sagen. Ja. Wie sieht's in dieser Woche aus? Ja, also letzte Woche am Mittwoch standen wir hier, da war ich ja noch guter Dinge gewesen, dass der DAX zumindest mal die Möglichkeit aufbaut, dass wir da nachhaltige, starke Bewegung sehen. Allerdings ging das dann nur kurzfristig. Am Mittwoch nach unserer Sendung ging es mal weiter nach oben. Am Donnerstag zielte der Markt weiter an. Und seit Freitag haben wir jetzt die 8.000-Punkte-Marke kurz getestet und seitdem dümpeln wir letzten Endes wieder in der Seitwärtsbewegung. Also im Moment sind wir nicht mehr die besten Freunde. Ja, da muss der DAX noch einiges tun, damit wir wieder per Du sind. Aber letztendlich, wenn wir uns hier den großen Verlauf anschauen, ist alles, was die Trendrichtung betrifft, intakt nach oben gerichtet. Das Einzige, was mir jetzt hier fehlt im Tag, sind wirklich diese dynamischen Bewegungen, außer diese Seitwärtsbewegung. Kurz mal, wenn es hochgeht, dann wieder seitwärts. Das zieht irgendwann mal doch an den Nerven. Und lassen wir uns mal überraschen, wie es dann die nächsten Tage weitergeht. Also wenn man jetzt diesen langfristigen Chart sieht, dann heißt es doch, dass wir die neuen Allzeithochs erreichen könnten? Ach, das bleibt immer so schwer. Also ich sagte ja auch, wir haben zwei Probleme. Zum einen die runde psychologische Marke um 8.000 Punkte. Das ist noch nicht mal so das ganz große Problem. Aber das nächste, was uns dann schon erwartet, auch wenn wir die 8.000 rausnehmen, dann hätten wir hier ein Restpotenzial von 8.150 Zählern. Das heißt also zwischen 8.000 und 8.150 Zähler. Diese 150 Punkte, die werden richtig mühselig werden, bis wir dieses Allzeithoch sehen. Und ich mag im Moment bezweifeln, dass wir von jetzt auf gleich diese Marke sehen, sondern mit Sicherheit durch viele Versuche antesten, antäuschen, dass dann irgendwann dieser Hochpunkt auch angesteuert wird. Sie haben jetzt gerade schon hier den kurzfristigen DAX-Chart mitgebracht. Wie sieht's denn da aus? Ich sehe jetzt viel Gelb, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ja, im Grunde genommen, was den Chart jetzt betrifft im kurzfristigen Bereich, sieht es auch alles sehr, sehr positiv aus. Und der DAX an sich ist noch in seiner Trendstärke. Also wir haben hier überhaupt gar keine Trendumkehrsignale. Das heißt, dass hier nachhaltige Tiefpunkte generiert werden. Wir sind jetzt im Moment 60 Punkte unter unserem Jahreshoch. Das ist ja auch noch weiterhin positiv zu bewerten. Aber wie gesagt, was im Moment fehlt, man sieht es hier über diese Stundenkerzen. Alleine in den letzten drei Monaten gab es zwei-, dreimal schnelle Bewegungen von 100 Punkten, um dann wieder wirklich seitwärts zu laufen. Und das ist halt im Moment wirklich sehr, sehr schwierig, hier feste und übergeordnete Prognosen zu treffen. Also die eindeutige Meinung oder die eindeutige Prognose, wie Sie sagen, ist schwierig. Wohin geht denn die Tendenz jetzt? Was raten Sie den Zuschauern? Also, als Trader müssen wir es natürlich immer wieder probieren. Es bringt nichts zu sagen, ich bleibe jetzt einfach mal an der Außenlinie und warte mal, bis der DAX 300 Punkte ist und dann irgendetwas zu machen oder wenn er abschmiert, sondern wir müssen auf beiden Seiten unser Fokus legen, auf steigende als auch auf fallende Kurse. Was ich jetzt heute im Moment gemacht habe, wir sind also letzte Woche auch ein paar Mal ausgestoppt worden, aber dennoch sage ich ganz klar, wir haben jetzt hier nochmal unseren Einstieg bei 7.955 mit meinen Lesern gewagt, den Stop bei 7.931 und ja, bleibt jetzt nichts anderes übrig, als abzuwarten, wo die Reise hingeht und ob der DAX auch die 8.000 mit dem nächsten Schwung nachhaltig nach oben rausnimmt. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Gesamtperformance aus? Also die Gesamtperformance liegt, ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber so roundabout 135%. Wir waren ja im Top knapp bei 141, mussten aber in diesem Monat knapp 6%, 5% abfedern lassen durch die Seitwärtsbewegung. Aber dranbleiben am Ball, wir sind Trendfolger, wir brauchen Trends, also Bewegung. Und Seitwärtsbewegung ist für uns als Trendfolger das größte Gift. Stichwort Seitwärtsbewegung. Wir sehen gerade Euro-Dollar auch in einer ziemlich engen Range. Da ist wenig Bewegung drin. In welche Richtung wird es da weitergehen und auch wann? Ja, Caroline, das ist natürlich eine spannende Frage. Wenn wir uns jetzt erstmal den Tagesverlauf hier anschauen, haben wir im Moment in allen Bereichen negative Tendenzen. Also was die Trendfolgemethode hier betrifft, haben wir vier Signale, die im Moment negativ sind. Und das, was aber jetzt im Moment auch hier natürlich erschwert wird, wir machen auch keine nachhaltigen Tiefs mehr nach unten. Das heißt, wir haben uns da jetzt im unteren Bereich stabilisiert. Das sieht man zum einen ganz gut in dem kurzfristigen Bereich, das ist der Stundenchart. Also man muss sich das mal vorstellen, dass wir jetzt knapp zwei, drei Wochen eine Handelsspanne von, ich sag mal, 150 Punkten, 150 Pips im Moment hoch und tiefs haben. Das sieht man hier. Man hat hier einfach keinerlei Chancen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal in Euro-Dollar drin und nächste Woche versuche ich mal einen Trend zu erwischen. Also Pustekuchen, wir sind da irgendwo mittendrin. Und auch hier große Seitwärtsbewegung, kein Trend und muss natürlich ebenfalls abgewartet werden.
Trotzdem würde ich gerne Ihren Trading-Tipp wissen. Wie sieht der aus dieses Mal bei Euro-Dollar? Ja, also für unsere Zuschauer habe ich mir Folgendes vorbereitet. Der aktuelle Kurs befindet sich also im Moment knapp bei 1,3003. Hier kann man auf jeden Fall einen Stop-Kauf mal probieren. Das heißt also diese Seitwärtsbewegung abwarten, bis wir oben ausbrechen. Bei 1,3110 kann man einsteigen. Der Stop müsste dann bei 1,29 Euro platziert werden, um auf einen Trend zu spekulieren. Also im Moment für unsere Zuschauer Seitenlinie. Aber was uns betrifft, wir sind heute schon beim Euro-Dollar kurz rein, bei 1,2974. Den Stop haben wir bei 1,2952. Und wir sind halt Trader, wir probieren es immer wieder und lieber kurz mit dem Stop rausfliegen und dann wieder neu probieren. Und alle Zuschauer, die es interessiert, die gerne nochmal nachschauen möchten, wie genau ihre Empfehlungen aussehen, die können das auch im Internet tun. Wie lautet da die Adresse? Ja, also unter www.wolkentrader.de haben wir letzten Endes immer die Videoanalysen, die morgens zur Verfügung gestellt werden und die Handelssignale per SMS, die verschickt werden, wenn Handelssignale da sind. Dann kommen wir jetzt mal zu Gold. Wir haben ja zunächst erstmal einen starken Abwärtstrend gesehen. Jetzt kämpft Gold wieder mit der Marke von 1.600 Dollar. Wie geht's denn da weiter? Ja, also beim Gold ist es auch genauso wie bei den Indizes und auch bei den Währungen ganz große, breite Seitwärtsbewegung. Wir dümpeln im Grunde genommen zwischen 30 und 40 Dollar. Also da gibt es keine starken Trends, was wir auch bei Gold gewohnt sind. Aber dennoch müssen wir jetzt hier abwarten. Wir haben auch im Moment positive Tendenzen, zumindest kurzfristiger Natur. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir auch heute oder kratzen wir auch gerade im Moment knapp bei der 1600 Dollar Marke. Von daher bin ich guter Dinge. Was man jetzt hier machen kann, das hatte ich mir jetzt hier vorher vorbereitet, man kann zwei Strategien fahren. Entweder probiert man den Ausbruch über 1600 Dollar zu handeln oder den Ausbruch abwarten über 1620 Dollar. Und ich bin eher für den Bereich 1620 Dollar. Wenn wir darüber hinausgehen, dann könnte wirklich auch Dynamik und ein Trend entstehen. Aber im Moment ist das alles noch sehr, sehr breit seitwärts. Wie sollte man sich hier aufstellen beim Thema Gold? Ja, also aktueller Kurs 1595 Dollar und Stop-Kauf, also Ausbruch abwarten über 1630. Wenn wir darüber hinausgehen, dann kann man mit dem Trend mitschwimmen. Und jetzt im Moment wird man nur hin und her gereicht bzw. durchgeschüttelt, bringt also nichts, Außenlinie. Und wer einsteigen will, erst über 1630 Dollar. Du hast es gerade gesagt, diese Seitwärtsbewegungen sind schwierig zu deuten, schwer einzuschätzen. Wie muss denn ein Chart aussehen, dass man wirklich ein klares Urteil fällen kann? Ja, also bei meinen Charts ist es so, dass zumindest mal nachhaltige Hochs gebildet werden, dass der Wolkenverlauf an sich selbst gelb bleibt. Und das haben wir im Moment nicht. Die Wolke ändert sich halt ständig von gelb auf schwarz und wiederum umgekehrt. Und das signalisiert mir Seitwärtsmärkte. Da ist es halt immer die Frage, wie lange braucht der Seitwärtsmarkt, bis er zu einem Trend wird. Weil jede Seitwärtsbewegung wird irgendwann mal zu einem Trend. Und die Phasen, die wir jetzt im Moment haben, sind mühselig. Das kann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat, zwei Monate dauern. Das weiß nur der liebe Herrgott, ja. Dann schauen wir uns mal jetzt den Silberpreis an. Auch hier ging es ja zunächst erstmal runter in den Keller, kann man fast sagen. Die Anleger waren so ein bisschen verunsichert, was das Thema Anleihenkäufe in den USA betrifft. Jetzt hat man sich wieder langsam gefangen. Was sagen denn hier die Trendfolgewolken? Ja, also bei Silber ist es so, dass wir also mit dem Trend, wie beim Gold auch, übergeordnet abwärts gerichtet sind. Aber dennoch macht man sich natürlich immer hier den kurzfristigen Chart zunutze, um den frühzeitigen Einstieg zu finden. Also im Moment sehen wir hier zumindest mal nur eine Bodenstabilisierung. Gold macht also auch keine nachhaltigen Tiefs. Man sieht es hier an dem Wolkenverlauf, der ist schwarz, bleibt also negativ. Und was wir jetzt in den kurzfristigen Bereich sehen, ist genau das. Also wir haben schwarz-gelb, Seitwärtsbewegung, aber wir haben positive Verläufe im Moment gelb. Das heißt, was wir jetzt noch brauchen bei Silber, ist auch hier ein Überbieten eines Hochpunktes. Am besten nochmal so 29,40 Dollar, 29,50 Dollar. Wenn wir darüber hinausgehen, kann ich mir gut aus vorstellen, dass wir dann zumindest kurzfristig mal einen starken Trend bekommen. Auf welche Frist sind denn Ihre Empfehlungen immer? Ist es immer nur kurzfristig oder könnte man auch langfristig investieren? Also wir vertreten das Motto, the trend is your friend. Also das ist nicht so, wenn wir vorne sind, dass wir uns dann von der Position verabschieden, sondern was wir tun oder was ich vielmehr tue, ist den Stop im Gewinn nachzuziehen. Und solange ein Trend läuft, bleiben wir natürlich so lange drin, bis wir irgendwann aus der Position rausfliegen. Aber wir verabschieden uns nicht schnell, außer in den Seitwärtsbewegungen. Da haben wir überhaupt gar keine Chance, weil der Stop wird irgendwann gegriffen und dann fliegt man automatisch raus. Ja, und Ihre Performance spricht ja für sich. Schauen wir noch mal ganz kurz auf den Trading-Tipp. Ja, also Silber, aktueller Kurs, 28,16 Dollar. Ich selbst bin mit meinen Lesern seit gestern bei Silber Long gegangen. Wir befinden uns auch aktuell auf diesem Niveau. Bei 28,16 Dollar kann man ruhig also Long reingehen und den Stop ein bisschen Luft lassen, 27,10 Dollar. Und ich bin guter Dinge, dass wir da, wenn
die Hochpunkte rausgenommen werden, $30,50, $31,20 kurzfristiger Natur noch angesteuert werden können. Wir haben uns jetzt zwei Rohstoffe angesehen, Euro-Dollar und auch den DAX. Welche Einzelwerte sind im Moment interessant, die vielleicht auch auf der Internetseite zu finden sind? Also bei Aktien bin ich da im Moment ein bisschen vorsichtig. Wir dürfen eines nicht vergessen, der MDAX hat sein Allzeithoch markiert. Wir haben den DAX in der Nähe seines Allzeithochs. Also hier würde ich im Moment auf diesem Niveau keine Aktien kaufen. Also wenn alternativ Währungen, Rohstoffmarkt würde ich mich ein bisschen umschauen. Den Index an sich selbst, den kann man handeln mit der Spekulation, dass man noch die Allzeithochs oder höhere Hochs generiert. Aber die Aktien selbst, da würde ich im Moment auf Bestätigung abwarten. Also wenn wir mit dem DAX über 8,2 sind, kann man dann wirklich sagen, okay, da ist jetzt wieder Luft nach oben. Aber im Moment jetzt eine Aktie zu empfehlen, nachdem die mehrere 100% gemacht haben, da würde ich nichts empfehlen. Ja. Sami Boyer, dann Dankeschön für diese Einschätzung. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Sie können sich dieses Video natürlich auch online anschauen unter drf.fm oder unter wolkentrader.de. Und ansonsten sehen wir uns dann, wenn Sie mögen, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.